Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar seit Ewigkeiten ein IKEA-Haul. Weil das ist mein erster IKEA-Haul, wo ich nur Deko gekauft habe. Ich habe es total im Kopf gekriegt. Falls man sieht, ich bin im 10. Monat schwanger, ich bin mitten im Nestbautrieb. Und ich bin ein Mensch, ich horte Deko und ich habe jetzt kurzen Prozess gemacht. Ich habe manche Dekoartikel seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren, die ich immer noch gut finde oder gut fand, aber ich konnte sie einfach nicht mehr sehen. Und ich dachte jetzt, muss einfach was Neues her. Ich habe mir einfach schon total lange gedacht, es muss mal wieder ein komplett neuer Stil her, weil ich einfach gedacht habe, oh, das ist noch schön, das kannst du noch behalten. Und vielleicht kennt ihr das, irgendwann passt die Deko einfach nicht mehr so wirklich zusammen und man hat keine wirkliche gerade Linie mehr. Und ich bin jetzt so 2, 3 Wochen vor der Geburt und das hat mich einfach sowas von aufgeregt, dass ich jetzt wirklich ganz viel von meiner Deko in einen Karton gepackt habe, verschenkt habe, weitergegeben habe, gespendet habe, pipapo. Hab gesagt, so, jetzt muss es neu, muss eine komplett neue Linie wieder rein. Bin nach IKEA eingefallen und habe wirklich dann diesmal jetzt auch die Sachen mitgenommen, an denen ich schon 15 Mal vorbeigegangen bin, wo ich dachte, das gefällt dir so gut. Aber nein, du hast genug und das passt auch alles gar nicht zusammen. Jetzt passt nämlich alles zusammen und was ich noch sagen muss, es ist hier quasi ein kompletter Deko-Haul zu 98% und ganz viele Pflanzen. Da fragen sich jetzt viele, was ist daran so besonders? Ich habe 3 Katzen und meine 3 Katzen fressen eigentlich so gut wie alles an Pflanzen an. Und ich habe es irgendwann aufgegeben mit Pflanzen, allgemein. Ich habe mich auf Kunstpflanzen beschränkt, die teuer sind und ja, sind halt auch nicht so schön und ja, dachte einfach, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich auch Pflanzen in meiner Bude habe. Hatte jetzt aber auch nicht wirklich immer Bock darauf zu recherchieren, was ist denn für Katzen ungiftig, das kaufst du jetzt und dann sind die oft auch sehr teuer gewesen. Deswegen habe ich jetzt eine andere Idee gehabt. Ich habe jetzt querbeet Zimmerpflanzen gekauft und habe einfach die Idee gehabt, diese Sachen an die Wand zu hängen, dass meine Katzen da nicht drankommen. Hört sich so einfach an, aber ich brauche manchmal für manche einfache Lösungen deutlich länger. Deswegen seht ihr jetzt hier auch einige Pflanzen und ich würde sagen, ich schnack jetzt nicht mehr lange und fange jetzt an, euch zu zeigen, was ich gekauft habe. Viel Spaß! Und wir starten direkt mit einer Zimmerpflanze und zwar mit einer meiner Lieblinge. Ich bin ein ganz, 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 ganz großer Lavendel-Fan. Und jetzt guckt euch doch mal bitte diesen fetten Lavendelstrauch an. Mit diesen ganzen Blumenköpfen dran. Und der riecht so unglaublich intensiv und so, ist so schön. Und ja, dazu habe ich halt natürlich auch den passenden Topf gekauft. Dieses Exemplar habe ich 2-mal gekauft. Und ich fand den Preis einfach unschlagbar. Wenn ihr mal in den Baumarkt geht oder in den Supermarkt und guckt euch diese winzigen, kleinen, mickrigen Lavendelpflänzchen an, die nicht mal annähernd solche großen lilanen Köpfe haben. Und die kosten dann irgendwie 2,50. Ich habe für diesen Strauch, also für diesen Lavendelstrauch 4,99 € Stück bezahlt und für den Topf nochmal 4,99 €. Ja, heißt knapp um und bei irgendwie 10 €, sage ich jetzt mal, überschlagen. Kannst nichts sagen, ne? Also ich finde, das ist ein super Preis für so ein großes Blumen. Ich habe Wortfindungsstörung. Ich wollte gerade Deko-Element sagen. Für so einen großen Strauch, wie wunderschön der einfach ist. Und der riecht wirklich wahnsinnig intensiv. Ich habe, wie gesagt, 2 Lavendelsträuche gekauft und 2 von diesen goldenen Blumentöpfen. Und finde es wunderschön. Also bin ich ein ganz großer Fan von. Dann mache ich direkt mal weiter mit Blumentöpfen. Den hier habe ich auch noch 2-mal gekauft. Also ist der goldene in Nümmerchen kleiner. Und 4 von diesen Blechbechern, ich glaube, da hat einer irgendwie 1,99 € gekostet. Die sind gar nicht für mich, die sind für meinen Freund. Der hat sich auch ganz einiges Neues an Pflanzen gekauft und hat aber vergessen, Übertöpfe zu kaufen. Hat gesagt, bring mir mal bitte 4 schöne mit. Und diese blechfarbenen, davon habe ich auch 2 hier so stehen. Finde ich auch ganz hübsch, weil die so schlicht sind. Genau, die habe ich halt auch noch mitgenommen. Ich musste jetzt einmal gerade hier meine Jalousien runter machen, weil ich hatte doch gesehen, dass mir die Sonne hier ganz schön reingeschienen hat und irgendwie so halb weiß war. Also zumindest sah für mich in der Kamera so aus. Genau, ich mache weiter. Und zwar habe ich hier einmal ein Korbset mitgenommen.
Fräken. Da sind drei so Bastkörbchen drin in drei verschiedenen Größen. Kann man eigentlich für alles nehmen. Das riecht auch so gut, so Graskörbe. Riecht voll nach Heu, nach Stall. Kann man eigentlich für alles nehmen, ob jetzt im Wohnzimmer oder auch super im Badezimmer oder auch im Kinderzimmer, um irgendwelche Kleinteile zu sortieren. Für Barbie-Sachen zum Beispiel. Meine Tochter hat jetzt keinen Barbie, aber war jetzt nur so eine Idee. Sieht halt echt schön aus. Hat, glaube ich, 9,99 € gekostet. Dann haben wir wieder ein Pflänzchen. Und zwar so ein Misch aus Aloe Vera, Succulent Aloe steht da drauf. Also ich wollte gerade sagen, eine Mischung aus Kaktus und Aloe Vera. Aber so ein kleines süßes Set würde ich jetzt mal sagen. Das kam auch schon so in diesem Keramikpot und der nennt sich Smulgubbe. Smulgubbe hat 9,99 € gekostet, finde ich in Ordnung. Weil wenn man mal guckt, wenn man die Teile teilweise einzeln kauft bei Ikea, kostet einer schon 7 €. Plus dann den Topf, dann ist man schon deutlich drüber. Deswegen habe ich dieses Set hier einfach mal so mitgenommen. Ja, sind halt noch Beschreibungen drauf, wo die am besten stehen soll, wie die bewässert werden soll. Genau, 9,99 € fand ich auch super schön. Und da meine ich auch, dass das was ist, was meine Katzen hoffentlich auch nicht anfressen, weil es so leichte Stacheln hat. Ich komme jetzt gleich noch zu den Kakteen, da gehen meine Katzen hoffentlich auch nicht dran. Wenn, dann machen sie es hoffentlich nur einmal und dann nie wieder. Aber ja. Ich traue mich mal dran, ansonsten kommt es auf ein Regal, wo die Katzen nicht dran kommen. Dann komme ich jetzt auch mal zu den Regalen, die eigentlich ganz unspektakulär diese Bilderleisten sind. In Schwarz davon habe ich 3 Stück gekauft. Einer hat 3,99 € gekostet, genau. Und zwar für kleinere Blumentöpfe kann man die halt wirklich so aufstellen, wie man halt auch die ganz normal aufstellen würde, mit den Bildern halt. Ja, mit dieser Bilderleiste hier vorne. Und falls die Töpfe größer sind, kann man es auch so an die Wand hängen. Das heißt, falsch rum, dass das einfach so ein schmaleres Regal ist. Genau, und die sind halt so schmal, dass meine Katzen da nicht drauf kommen. Da kann man wunderschön Deko-Elemente draufstellen und halt auch Pflanzen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe auch geplant, einige von den Blumentöpfen, ich habe jetzt keinen kleinen hier, gerade doch hier. Es gibt auch so Halterungen, wie so Ringe quasi, die man dann an die Wand bohrt. Die gibt es auch bei Ikea, die kosten aber zwischen 9 und 15 € pro Stück, wo ich mir an den Kopf gefasst habe und dachte mir so, das ist ein Artikel für 1 bis 2 €, warum macht ihr das so teuer? Die habe ich bei Amazon bestellt, aber das ist halt auch noch so ein Tipp für Leute, die, ja, keine Ahnung, Kleinkinder haben, die voll auf Pflanzen abfahren oder irgendwelche verrückten Tiere, die alles anknabbern, dass man sowas auch wunderbar aufhängen kann und das wunderschön an der Wand aussieht, aber ja, falls halt hier mal ein größerer Pott drauf soll und ich mich verkalkuliert habe, kann ich die halt immer noch aufhängen. Aber dass ihr wisst, wo meine Gedanken da quasi so mit den Pflanzen hingegangen sind. Aber von diesen Bilderleisten habe ich jedenfalls 3 Stück gekauft in Schwarz. Dann mit dem Hintergedanken, dass ich meine Pflänzchen auf kleinen Regalen an der Wand haben werde oder halt an der Wand hängen haben werde, dachte ich, ich muss eine kleine Gießkanne her, mit der ich auch präzise gießen kann, ohne dass irgendwelche Wasserunfälle an der Tapete passieren. Deswegen habe ich mal so eine kleine Gießkanne mitgenommen, mit so einem kleinen Gießhahn. Gießhahn! Hallo? Mit so einem kleinen Gießhahn. Ich fand die total schick, wirklich. Also die passt ja wirklich auch zu dieser, ja, wie nennt man das? Mid-Century oder weiß nicht, wie man diesen Einrichtungsstil nennt. Keine Ahnung. Mit goldenen Akzenten, sage ich jetzt einfach mal. Geometrische Form. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich bin kein Einrichtungsexperte, werde es auch nie werden. Aber habe doch dann doch so ein bisschen geknausert und mit einem Auge geweint, als ich gesehen habe, dass das Ding 10 € kostet. Fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war die einzige in der kleinen Größe mit diesem kleinen Gießhahn, wo ich dachte, okay, das ist für... An der Wand ist es ganz gut, wenn ich was Kleines habe, anstatt so eine mit so einer großen Öffnung. Schüttest du einmal zu fest, hast du die Wand nass. Besser nicht, aber die fand ich doch ehrlich gesagt ein kleines bisschen teuer. Dann kommen wir zu einem tollen Kaktus. Ich liebe Kugelkakteen und zwar sind das diese hier. Allerdings war geplant, dass der um einiges größer sein sollte. Ich habe den bei Ikea online gesehen und da sollte der 17 € kosten. Der war halt, sag ich mal, so groß. Also wirklich schon ziemlich groß. Die waren aber leider aus. Deswegen habe ich dann einen kleineren gekauft. Der nennt sich
Das kann ich nicht aussprechen, vergiss es. Auf jeden Fall hat der 7,99 Euro gekostet oder 6,99 Euro. Und ich habe total verzweifelt nach einem passenden Übertopf dafür gefunden, um dann zu erfahren, dass die Übertöpfe in dieser Größe aus waren. Da dachte ich so, was machst du denn jetzt? Du willst den jetzt mitnehmen? Deswegen habe ich mich entschieden, einen Holzübertopf mitzunehmen und dann hinterher diesen Kaktus aus diesem Plastikübertopf, wo die ja immer drin stehen, umzutopfen, weil ich dachte mir, wann topfe ich denn mal bitte meine Pflanzen um? Diesen kleinen Kaktus, den kann ich auch wunderbar hier in so ein Holzding reinpflanzen. Den fand ich extrem schön. Wie heißt der? Wildappel. Aus Bambus, meine ich. Genau, aus Bambus, weil einen Kaktus werde ich nicht umtopfen. Der wird hier einmal reingesetzt und dann ist fertig. Dann ist fertig. Der passt von der Größe nicht. Da muss ein bisschen Erde weg. Das wird schon irgendwie hinhauen. Das kriege ich hin mit einem Handschuh. Und das fand ich halt auch super schön in der Kombi mit diesem ganzen Gold, Chrom einerseits, nicht Chrom, aber Gold und dann diese schwarzen geometrischen Formen und auch ein bisschen was Natürliches dazwischen, so mit Holz. Das ist ein Stil, den ich extrem feiere. Ich glaube, das ist schon seit einem Jahr irgendwie modern, aber ich brauche für solche Sachen immer echt länger, bis ich auf so einen Zug aufspringe. Deswegen mache ich da so einen schönen Mix raus, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der hat 4,99 gekostet, was ich total in Ordnung fand. Und kann mir das zusammen mit diesem Kaktus halt echt richtig schön vorstellen. Genau. Ein künstliches Pflanzengedöns ist auch mit. Da habe ich schon den anderen goldenen Topf für verwendet. Das ist hier so ein Bäumchen. Und zwar so ein kleines. Der sieht auch total echt aus. Ich finde, der sieht mega echt aus. Hat man selten bei künstlichen Pflanzen. Ansonsten sind die halt auch echt teuer bei IKEA, gerade wenn es dann so... Ansonsten sind gute Kunstpflanzen auch echt teuer bei IKEA. Also da kann ich eigentlich wirklich nur die kleinen Varianten wie diesen hier empfehlen. Der hat 9,99 Euro gekostet. Ich finde, das geht noch, wenn man noch einen Topf dabei hat. Ist man auch schon bei einer Summe, aber hält halt für ewig. Und wenn man dann irgendwie Katzen hat oder öfters wechselt oder keinen grünen Daumen hat, ist das schon eine sehr super gute Alternative. Und den könnte ich mir halt super gut vorstellen auf einer dieser Bilderleisten. Mit noch einem anderen Dekoteil oder mit einem Bilderrahmen oder so, kann ich mir halt richtig schön vorstellen. Das passt auch super von der Breite, sag ich jetzt mal. Der passt da super gut drauf. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie dieser kleine Baum hier heißt. Da heißt Faker. Faker, genau. Für 9,99 Euro durfte der noch mit und in diesem Topf hier. Dann kommen wir mal kurz von den Wohnaccessories weg. Ich habe eine dunkel-petrolfarbene Badematte gekauft und die nennt sich Emten. Emten heißt sie. Super flauschig. Ich wollte eigentlich eine andere haben. Ich wollte eigentlich eine komplett andere haben und zwar die, die so ein bisschen noppenartig ist. Vielleicht kennen einige die ich bei mir im Badezimmer liegen habe, diese typischen IKEA-Matten halt. Die gab es aber nicht mehr in Anthrazitfarben. Die hatten Lieferschwierigkeiten, die war aus. Und wofür ich die benutzen möchte, ist nicht mein Badezimmer. Zwar möchte ich das als Wickelunterlage für die Wickelmulde von unserem kleinen Sohn benutzen. Und ihr könnt euch das so vorstellen. Also das habe ich auch schon bei meiner Tochter Julie gemacht und das war super. Damals hatte ich so eine ganz große Wickelauflage und da habe ich halt diesen großen, flauschigen Badezimmerteppich geholt. In Anthrazitfarben mit diesem... Ja, dieser Noppenstoff, sag ich jetzt einmal. Das sieht aus wie so kleine Würmchen. So dicke Würmchen auf jeden Fall. Habe ich da oben drauf gelegt und dann darüber irgendwie noch so ein gefaltetes Mulltuch oder ein Stück Molton. Weil, finde ich es super flauschig und weich. Es gibt es in stylischen Farben. Ich stehe nicht auf Bärchen und so ein Kram und es ist bezahlbar. Außerdem ist es auf 60 Grad waschbar, was ja bei einer Wickelauflage super wichtig ist, weil... Geht halt öfters mal was daneben. Falls es nicht ganz so nass und dirty ist, kann man einfach nur das Molton-Tuch oder das Spucktuch, was man da drüber gelegt hat, waschen. Ansonsten kann halt auch die ganze Matte in die Wäsche und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bei meiner ersten Tochter. Und diesmal haben wir halt keine große Wickelauflage, diesmal habe ich nur eine kleine Wickelmulde, also wie so ein Kissen, härteres Kissen könnt ihr euch das vorstellen, mit so einer Kuhle einfach drin, wo das Baby dann drin liegt und gewickelt wird. Was halt echt unvorteilhaft ist, dass dieses Ding einfach nur Schaumstoff ist und aus Stoff ist. Das heißt, absolut unhygienisch und auch nicht wasserabweisend, weil alles, was da spritzt, sag ich jetzt mal, oder da drauf tropft,
wird einsickern und einziehen und das wird super dreckig und ist einfach alles nur nicht sauber und für dieses Teil gibt es keine wirkliche, ja, einen Überzug, der irgendwie wasserabweisend ist, damit man das auch abwischen und desinfizieren und ordentlich sauber halten kann. Deswegen greife ich da auch wieder zu so einer Badematte. Die werde ich zurechtschneiden müssen, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Mit einer ordentlichen Schere geht das. Und es ist halt auch super schön flauschig und wie gesagt, man kann es bei 60 Grad waschen. Und es hat auch wunderschöne Farben. Wie viel hat die gekostet? Ich glaube 12,99 €. Und ich finde es im Nachhinein auch gar nicht schlimm, dass es die nicht die geworden ist, die ich erst wollte. Weil ich muss echt sagen, dass ich sehr in love mit dieser Farbe bin. Weil ich habe ganz, ganz viel... Also ich habe nur so eine kleine Wickelecke, aber ich habe ganz viel in Senfgelb. Und wie ihr seht, das Kombi, die Kombi gefällt mir extrem gut. Deswegen bin ich im Nachhinein sehr glücklich, dass ich die hier mitgenommen habe. Wer meinen Kanal verfolgt, wird das Teil dann auch in Action in der Wickelecke sehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das echt toll wird. Und da liegt man auch gerne mit seinem nackigen Popo drauf, oder nicht? Wir kommen zu unserem nächsten kleinen Pflanzenfreund, der ganz tief in einem Übertopf sitzt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist auch so ein Aloe Vera Kaktus Mix. Wunderschön. Was hat er gekostet? Ich glaube auch 7,99 € oder 9,99 €, aber auf gar keinen Fall mehr, was ich auch in Ordnung finde für die Größe. Wie ihr seht, am Übertopf, was da an Erde drin ist, da ist der Übertopf, ist also der, das ist ja der Übertopf, der Untertopf ist auch relativ groß. Und das war der einzige Topf, der noch zur Verfügung stand, der, wo diese Pflanze halt reinpasste. Also irgendwie IKEA Essen hat so ein bisschen abgelost, was die da so an Übertöpfen zur Verfügung hatten. In manchen Größen nur ein, in manchen gar keine. Und dann dachte man sich so, ja geil, wo packe ich denn dann jetzt die Pflanze rein, die ich jetzt kaufen will? War ein bisschen doof. Der Übertopf nennt sich Gradvis. Gradvis ist so in so einem Grau. In der Kamera sieht es ein bisschen weiß aus, aber es ist so ein ganz helles Grau mit hier oben so Rippenmuster und hat gekostet, ich glaube, 5,99 €. Finde ich schon ein bisschen happig, aber es war der einzige, der verfügbar war. Deswegen habe ich den mitgenommen. Und ja, das war jetzt auch das letzte Pflänzchen aus diesem Haul. Dann haben wir einmal so ein Deko-Set, an dem ich schon 15 Mal vorbeigelaufen bin und so oft geliebäugelt habe, das Teil aber nie mitgenommen habe, weil ich dachte, du hast genug Deko-Elemente, es muss nicht noch mehr sein. Jetzt habe ich ausgetauscht und habe dieses Porzellan-Kakteen-Set mitgenommen. Das sind halt so drei... drei verschiedene drin. Wie heißt denn das Set überhaupt? Hat es einen Namen? Es hat keinen Namen. IKEA, wie kann das denn sein? Nee, keine Ahnung. Es hat keinen Namen. Auf jeden Fall fand ich es auch ein bisschen happig, sage ich jetzt mal. Normalerweise ist man bei IKEA mit solchen Sets bei 9,99 €. Das Set hat jetzt 14,99 € gekostet und jetzt habe ich es beim 15. Mal IKEA dann mitgenommen, weil es schön ist und in das Konzept reinpasst, welches ich jetzt verfolgen möchte. Deswegen durfte das jetzt auch mit. Ist auch geplant für auf diesen Bilderleisten. Finde ich richtig gut. Dann auch noch was nicht aus der Dekoabteilung ist. Aus der Kinderabteilung. Und zwar ist es hier dieser Standard Krabbeltunnel für 9,99 € aus der Kinderabteilung. Den hatten wir schon mal. Allerdings hat einer meiner Kater damit Vorliebe reinmarkiert, bevor der kastriert wurde. Und ich habe es im besten Willen nicht mehr sauber und geruchsfrei bekommen. Deswegen ist das Ding dann in den Müll gewandert. Jetzt haben wir noch ein zweites Zuhause, sage ich jetzt mal. Und da haben wir einen richtig großen Garten. Und ich weiß, dass meine Tochter voll auf diese Krabbeltunnel abfährt. Und das Ding ist perfekt für einen Garten, weil es halt eben auch wetterfest ist. Deswegen habe ich den jetzt nochmal gekauft, dass sie da jetzt im Sommer mit durch den Garten rollen kann und da überall durchklettern kann. Da kann man ja auch eine tolle Bude rausmachen, wenn man da irgendwie Handtücher oder so eine Decke drüber legt. Deswegen, das fand ich schon ganz cool. Das ist eigentlich auch schon das letzte Teil, was ich euch jetzt so zeigen kann. Ich habe noch was bei IKEA gekauft. Das ist allerdings jetzt schon bei meinem Freund. Und zwar ist das so eine Holzranghilfe. Ihr kennt diese, diese Gitter aus Holz, die man so auseinanderziehen kann. Die man dann so aufstellen kann. Und da kann dann so Efeu oder irgendwelche anderen Pflanzen können sich dann da hochranken. Das hat 19,99 € gekostet. Die hatte ich früher auf meinem Balkon und die nehmen wir jetzt in unserem neuen Garten. Da ist draußen so eine Treppe und da geht es zum Keller.
Und da ist keine Treppenumrandung. Und dafür nehmen wir das jetzt. Also wir haben dann quasi so zwei rechts und links als so eine Art Zaun an die Balken dran gemacht mit Kabelbindern, damit die Kinder da nicht runterfallen können. Genau, das ist aus Holz, habe ich jetzt nicht hier, habe ich meinem Freund schon direkt mitgegeben. Und das war auch das letzte Teil. Ich habe sage und schreibe 160 Euro bei IKEA gelassen. Und das ja fast nur für Deko. Meine Entschuldigung ist, ich bin hochschwanger, ich bin im Nestbautrieb, das ist in Ordnung. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, mal wieder nach so langer Zeit ein IKEA-Haul abzudrehen. Und ich hoffe, der hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ich euch mit irgendwas hier angefixt habe. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Deswegen würde ich das Video jetzt hier beenden und würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!